Hallo, liebe Schüler, in diesem Video werden wir mal alle Hilfslinien löschen, weil wir sie nicht mehr so dringend brauchen. Also wir gehen mal auf Bearbeiten und sagen Führungen löschen. Dann sieht das Ganze schon sauberer aus. So, dann gehen wir hier mal näher heran. Hier ist die Schraube und die Mutter, die ihr von mir aus der Aufgabe dann herunterladen könnt. Ihr seht hier, beides ist verbunden, beides hat auch gleich den richtigen Abstand, so dass ihr gar nicht mehr viel machen müsst. Ihr braucht nun diese Mutter hier richtig in dieses Senkloch einsetzen. Dazu müssen wir dem Senkloch natürlich wieder sagen, wo ist dein Mittelpunkt. Also ich klicke hier mal auf den Rahmen, der ja zusammenhängend ist. Dann klicke ich noch zweimal drauf, bis ich hier auf den Schenkel komme. So, und wenn ich den jetzt aktiviert habe, muss ich nochmal hineinklicken. Und wenn ich jetzt den durchsichtigen Rahmen habe, dann kann ich nämlich auch den Kreis hier anklicken. Und ich sage Mittelpunkt finden. So, jetzt Escape oder irgendwo anders hinklicken. Und jetzt werden wir einen Trick machen. Wir werden nicht hier hinten dasselbe machen, wieder den Mittelpunkt suchen, sondern wir machen uns einfach eine Hilfslinie in diese Achse. Und zwar nehmen wir das Maßband. Wir gehen hier hinten auf die grüne Achse, holen uns eine Hilfslinie und stellen diese Hilfslinie ganz genau hier auf diesen Punkt. So. Und genau da und da hinten, da muss jetzt diese Schraube sitzen. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist, wir müssen wissen, wo der Mittelpunkt dieses Schraubenkopfes ist. Also wir klicken da mal in die Gruppe und die hat auch mehrere Gruppen. So lange klicken, bis du die Fläche blau markieren kannst. Jetzt ist die Fläche blau markiert. Jetzt klickst du hier bitte einfach auf den äußeren Ring. Ui. Du siehst, es leuchtet nur der äußere Ring hier. Und jetzt sagst du Mittelpunkt finden. Und da ist der Punkt, den wir haben wollen. Und du sagst Escape, Escape. Und deine Imbus-Senkkopfschraube hat einen schönen Mittelpunkt. Vielleicht sollten wir jetzt gleich diese Schraube kopieren oder duplizieren. Und so. Aber wir können sie auch mal anfassen und setzen. Also wir nehmen das Bewegen-Werkzeug. Dann gehen wir genau auf diesen Mittelpunkt. Fassen Sie hier an, klick. Jetzt hängt sie hier an der Angel. Und ich kann sie bewegen. Ich hoffe, die Mutter ist mit dran. Ja, da sehe ich gerade, dass die Mutter nicht dran ist. Also gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir werden das Ganze zusammenfassen. Wir wollen ja auch die Mutter dazu haben, also die ist zwar einzeln und wir drücken Shift-Taste mit der Schraube, sagen rechte Maustaste kopieren, so. Jetzt ist alles in einem Paket, das lässt sich dann leicht darüber transportieren. Also Bewegen-Werkzeug, Mittelpunkt anfassen und einfach die Maus so bewegen. Auf den Punkt. Die Navigation ist immer ein bisschen schwierig, aber da habe ich es. Jetzt vielleicht den Röntgenblick auch einschalten.
Wie gesagt, die Schraube klebt einfach an deiner Maus dran. Die kann gar nicht woanders hin. Und jetzt Punkt auf Punkt. Ich zeige es nochmal näher. Da ist der eine Punkt, ja, hier, Klick und dann darauf Klick. Und dann sitzt das richtig. Und das müssen wir natürlich für die andere Seite auch machen. Jetzt werden wir eine Kopie erstellen dieser Schraube-Mutter-Kombination. Das richtige Werkzeug haben wir schon. Also hier nochmal Bewegen-Werkzeug nehmen. Klicken, STRG-Taste und eine Kopie erstellen. Und diese Kopie werden wir drehen. Genau. 90 Grad. Nein. So. 90 Grad. Und jetzt einfach darüber schieben. Bewegen Werkzeug auswählen. Den Mittelpunkt anfassen. Klick. Jetzt hängt diese Schraube direkt wieder an deiner Maus. Und wir stellen uns hier einfach auf diese Mittellinie und fahren mal so lange und dann fängt das schon automatisch. Da brauchen wir gar nicht extra nochmal den Mittelpunkt suchen. So, dann nehmen wir auch wieder die andere Ansicht. Wir wechseln vom Röntgenmodus in den massiven Modus und wir sehen, beide Schrauben sitzen auch richtig jetzt hier auf den Punkten, wo sie hingehören. Und das Gestell des Hockers ist soweit erstmal fertig. Natürlich sind diese Stangen verleimt, diese Überplattungen sind auch verleimt und die Schrauben sind angezogen. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Gut, soweit hast du den Hocker geschafft. Die Webfläche musst nun du machen.